Oh. Here, you do it. Und dann? Хуля надо? Иди отсюда, бля. Не трусы, сука, залази. Oha. War eine süße Katze, oder? Da war eine Schlange drauf, hast du gesehen? Nee. Aber war eine süße Katze, oder? Auf dem Klo? Ja, war ganz süß, war ganz mal, entspannt. Mal kurz schaukeln lassen, das Ding, ne? Mhm. Psst. Ja. Ja, ganz guter Trick, oder? Die Katze hat geklingelt. Egal. Ist ganz egal. Weiter. Ist das ein Fisch? Ja, dem geht's gut. Hallo? Schön, dass, dass die den Fisch freigelassen haben. Dem geht's bestimmt jetzt gut. Oma! Hä? Er hat nur die halbe Cola getrunken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hau rein, Bruder! Na, ja, der war hart. Der war ein bisschen härter. Das war ein bisschen hart. Wie geht's dir, Lukas? Bis jetzt so? Ja. Geht's dir gut? Ja. Ja, I'm sober now. Bro, gerade war Ende, ne? Gerade war Ende. Ende der Fahnenstange. Aber du machst deinen Mund nicht so unterm T-Shirt oder so, ne? Sobald ich einen Mucks von dir höre, hast du verloren. Was okay. Du bei dir zu Hause machst, mir scheißegal. Okay. Are you lying? Nope, not at all. Okay. Oha. Okay. Wow. Warum finde ich sowas lustig? Warum findest du sowas lustig? Bro, der Frosch kommt hoch und der schlägt den Frosch wieder zurück. Gar nicht witzig. Null, gar nicht. Keine Ahnung. Alter. Oh mein Gott. Bro, der ist Kaugummi getreten und reißt es einfach den Boden ab. Macher. Diese andere Grafikkarte. Ist doch die neue 5010, oder? Genau. GeForce GTX. Leg mir am Arsch. Oh mein Gott, Junge. Nicht schlecht. Digga. Ja. Boah, Junge, er macht Dropkick. Bro, einfach AirPods. Oh nein. Einfach AirPods. Die haben fetten Sound gepumpt, ne? Hast du gehört? Mhm. Wow, cool. Oh, what? That does not sound good. Oh! What was that? Was ist das? I smacked the table. Oh oh. Was ist das? Oh mein. Ist da Schleim drin? Ah, die haben immer kleinere. Oh mein. Lass mich mal. Nein, komm drauf, wir machen es zusammen. Digga, Traumlocation. Okay, I'm not crazy. What the fuck?
Der hat sich angehört wie so ein Harry Potter. Diese Geister, weißt du? Genau, die Geister, ja. Oh. The guy who just installed our new fridge ran the fucking cord through our dish soap. Bro, der Typ hat dieses Ding angeschlossen und hat das die Leitung durch diesen Reiniger durchgemacht. Ja. And it's connected to this pipe. So now I have to unconnect this to get was my soap. Was zur Hölle? Wow, what a shady... Não, sem conversa. Sem conversa. Was ist das denn? Ich will es nicht wissen, aber irgendwie... Ist das ein Kellner? Bro, ist das ein Kellner? Mhm. Okay. Ja. Bro, der fährt die... Oh mein Gott! Bro, was habe ich mir gerade reingezogen? Warum slappt der auf den Puppes, Digga? Er wollte sich slappen. Okay. Oh, wer kennt's nicht? Nur erstmal in die Stadt mit der Katze rein da. The shape goes into a shape press that presses the shape into a pressed shape. Oh nein. Ah. Okay, Digga. Bruder. Hä? Are you thirsty? You want anything to drink? Ja, ich will was trinken. My juice box? I got... One more piece. One more piece. That dumb Reggie. Show them what bees do. Boah. Show fucking them. Okay. I did not know that the fucking frogs made this. Like... Digga. Wo kam der denn raus? Oh ja, Mann. Oh ja, Mann. Alter. Ja, das klappt super. Das ist, ja. Der hat das Erlebnis, Mann. Digga, was zur Hölle? Oha. Okay, das ist krass. Bro, das ist wirklich krass. Okay, schönes T-Bone Steak zum Abendessen. Ja. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich schon medium gebraten. Hä, hey, man kann so essen. Das ist schlau. Er nimmt sich Bier für später für zu Hause mit, ne? Ja. Quintana. Quintana, ja. Warum hat die ein Toastbrot? Warum hat er eine Nudel? War das ein Rohr? Nee, das sind alles Becher. Ach, lol! What? Krass. Wow. Junge, ich versuche mich so hart zu konzentrieren, ne? That's crazy. Steppschuhe? Ah. Ja. Erstmal chillen. Mimi. Der war kalt. Uiuiuiui, ne? Kennst du diesen Sound? Passt. Passt. Ey, so gute Arbeit hätte ich gerne bei mir gehabt, ne? So, einmal zum Mitnehmen. Oder einfach in eine Mülltonne, ne? Meist wäre kaputt. Ja. Oh, Baby! Moment mal! Okay. Ist ein Einbruch, oder was? Du hast gelacht? Ich hab's gehört! Nein, das weiß ich nicht. Das ist im Video, Bro. Halt's Maul! Ja, im Video. Psst.
Oh mein Gott, das ist halt ein Video. Ich dachte halt, du lachst, ne? Ich hab keine no gehabt! Fucking way. Ich dachte eigentlich, du lachst. Ich wollte oh im gleichen Moment sagen. Oh mein Gott, Bro! Alter, ich, das hat sich jetzt so deine Lache an. Junge, ist ja gottlos. Hör mal noch mal rein, das ist so deine Lache. Ey, Junge. Oh, Mann. Schade. Mann. Schade, Leute. Ich oder vielleicht habe ich genau im richtigen Timing jetzt nochmal gelacht. Wer weiß. Ja, wer weiß. Nur wer weiß. Okay, komm. There's an owl in our hot tub. Oh Bro, das ist eine Eule. No, it's not okay. Go ahead, touch it. I already touched it. You fucking want me to move it? Das ist eine Mütze. Oh, Schlägerei. Boah. Ich schwöre auf alles, Freunde. Schreibt die Kommentare, aber jeder, der seinen Eltern hilft, Spülmaschine ausräumen, räumt das Ding wieder so ein, wenn da irgendwas Tupperdosen, Bro. Wirklich, ich hab die mal einfach reingeschmissen und keine Ahnung, was mache ich heute noch so. Kennst du das auch zufällig? Keiner oder? Hat gefragt, Bro. Keiner hat wirklich gefragt. Alles gut. Doch, Digga, gerade deine Mutter. Hä? Bro, das waren Tiere! Das ist so eine Raupe, oder? Nein, das sind so ganz viele. Guck mal. Ja, machen die das? Da? Das ist F. Oh no, this is my boyfriend's hoodie. Oh mein Gott. Boah, Junge, so süß, ne? Das ist ein Maulwurf, glaube ich, ne? Chillige Geburtstagstorte wurde da gebacken. Chillig, ja gut. Oh, er hatte persönliches Problem mit der Fliege. Alter, nein. Mach das nicht. Wenn das Gewichtslimit schlagt. Oh shit! I'm gonna get out! Oh no! Diese Ehrenmänner befreien wieder eine Maus. Stufe machen. Yalla! Enjoy! Oh. Oi! Scheiße! Oh. Bro! Bro! Scheiße! Nein! Oh. Bro, das ist doch ein Meme! Bruder, doch. Das ist doch ein Meme! Echt. Er hat seinen eigenen freigelassen? Ja! Wieder eine Mal. Und der Typ! Scheiße! Aus. Hä? Ja? Stufe machen. Yalla. Ja, ich bin enjoy. Frei! Oi! Scheiße! Scheiße, Bo, still! Scheiße! Bro, niemals das Real. Oh. Oh. Aber nie vergessen, ne? Der Army Bre. Mmm, Magetti. Oh. Oh. Bro, als ob. Lass den kleinen Bruder doch schlafen. Ein Hahn? Da wurde wirklich maximal reingeschissen. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das nicht. Also wenn noch einer kommt, ich kann, glaube ich, nicht mehr halten. Das geht Ding nicht ist, mehr. Da hätte jeder Song kommen können. Ich kann nicht mehr. Ich hätte es nicht witzig gefunden, aber dieser iPhone-Wecker, der hat mich gerade hops genommen. Ja, ja. Ich muss an was anderes denken. Da wurde so wirklich dumm. Maximal reingeschissen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine Mutter bringt mich um! Du Pfff! Der Kameramann erwischt hat. Oh mein Gott! Jeden Tag, Bro. Eine gute Tat. Entschuldigung, Sie haben 20 Euro verloren. Oh, danke. Ich danke Ihnen. Das muss doch den Haupt... Ja. Ja, wer gefunden hat, ne? Sag ehrlich, hast du gelacht? Nein.
Nein. Ich danke Ihnen. Gewinn geben. Bro, ich bin gestorben gerade. Ich bin komplett verreckt. Junge, ich bin die ganze Zeit am Lachen. Aber ich muss mich zusammenreißen. Du hast ja verloren. Nein, Digga. Wenn du mein Lachen hörst, dann habe ich verloren. Einfach muten, Digga, chillig. Nee, das zählt nicht. Ohne muten. Aber wir können nochmal, wie wir damals mit dem Bart gemacht haben, Bro, auch grinsen. Ja, ja. Wir machen Webcam an. Lass Real Talk, wir machen das in den nächsten ein, zwei Folgen. Ja, nächstes Mal, wenn wir nicht grinsen dürfen, dann müssen wir auf jeden Fall Facecam anhaben. Okay, und ich nenne die Folge, Freunde, nicht grinsen, sonst keine Ahnung was. Und dann, wir ziehen durch, Digga. Dann ziehen wir wirklich durch. Und in der Folge wird einer dran glauben. Glaub mir. Uno, dos, tres, dale. Bueno, vamos. Bruder, wohin schießt er? Yeah. Das hat die Ente jetzt nicht wirklich getan, oder? Der Bruder hat den Frosch auf ein Abenteuer mitgenommen. Er macht einfach... Nein! Bro! Das sah so traurig. Halbe Show aus seiner Kündigung. Wenn der Lehrer kurz kopieren geht. Bro, Tafel. Oh, raus, Digga. Bro, als ob die Tafel rausschmeißen. Dieser Moment, wenn man die Steckdosen nicht findet. Oh. Ja, danke. Der Opa bekommt gerade Schock seines Lebens. Man darf heutzutage nicht... Lukas, lach einfach. Es ist doch okay zu lachen. Ich lach nicht, Digga. Mach einfach. Und wenn ich will, grinse ich auch nicht mal. Ob du Augenbrauen hast, ich werde jetzt nicht grinsen. Ich werde jetzt nicht grinsen. Bleib gleich, du bleibst leise. Ich werde nicht grinsen. Oha, Alter, okay. Er hat euch beleidigt oder so, Mann. Chill doch. Die Jungs haben mal kurz auf Flughafenparkplatz geparkt. So, drei Tage lang hier Flughafen geparkt und so ein Shit. Jetzt sehen wir mal, wie viel es kosten wird. Guck mal, wie das schluckt gleich. Guck mal, wie eine Hohe, ehrlich. Jay! 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 Wenn beste Freunde im gleichen Beruf sind. Ich grinse nicht gerade. Zieh durch. Wir müssen gemeinsam gegen versteckte Blitzer kämpfen. Die Tiere noch, Digga. So ein Blitzer, hä? Oder macht der Film? Moin, drehen Sie einen Film? Bitte? Drehen Sie einen Film? Machen Sie die Tür mal wieder zu. Ja, schade. Wohl doch nicht. Die chinesische Plastikmauer hat wirklich funktioniert. Bro, schlau aber, ne? Digga, übel schlau. Die Kuh will die Arbeiter so richtig arbeiten. Hallo? Ja. Alter. Wir rennen. Alter. Was war denn das? Der da auftaucht. Dieses Video hat mein Kopf heute gebraucht. Alright, it's coming down. 3, 2, 1. Was läuft da noch runter? Ne, Wassermelone. Bro! Alter! Digga, mach doch nicht den! Alter! Junge! Drei-Faktor-Authentifizierung, damit er keine Tomatensauce hat. Bro, übertreib dein Leben, Junge! Oha! Der neue Azubi wird danach direkt wieder gefeuert. Hat er gemacht? Oh, Digga, er tauscht den Hammer aus. Wenn er jetzt draufhaut, geht das Ding kaputt. Die
Dieser Typ hat wirklich 500 IQ. Was will er machen? Boah, der holt die alle weg. Wo? Bro, das ist strong. Als ob. Weil Fliegen doch immer zum Licht gehen. Hä? Krass, Alter. Das ist krass. Heftig. Die Geil. Arme ist schon am okay, Boden. Okay, Freunde, letzter Clip. Noch weiter. Junge, diese türkischen Eisverkäufer, ne? Die haben mich, wo ich klein war, auch so gottlos hops genommen, immer. Guck mal, der Junge hat schon gar keinen Bock mehr. Alter, wie traurig. Alter. Bro, okay, der Junge hat echt... Bro, er nimmt den aber auch die ganze Zeit weiter hops. Ihn juckt es gar nicht. Oha. Oh mein Gott, der war gottlos am Ende. Warum hört er nicht auf? Warum macht er mal weiter? Hinter dir ist doch das Eis. Er geht einfach. Komm, ist danach okay, komm, einer noch. Ein bisschen Geschmack. Oh oh. Bro, einfach Handy frittiert. Der kann's vergessen. Ach du Heiliger. Dieses Produkt kommt direkt von Wish. Wow, Dick. Gut. Der Arme wollte doch nur die Challenge probieren. Oh nein, ich seh's schon. Oha, Junge, in dem Alter. Wir wollten doch nur normal essen gehen. Oh. Dieses Video. Stell dir vor, du bist im Restaurant, willst gerade auf chillig deine Nudelsuppe essen, auf einmal. Ja. Ist zu rennen. Ja. Wir atmen, Digga. Oh, wir wohnen gerade da. Er bekommt einfach eine 1000 Euro Weinflasche geschenkt. Oha, 1000 Euro Flasche geschenkt. Lass sie niemals deinen nächsten Move wissen. Oh. Sieht Halloween in. Als. Die war schon tot vor, oder? Also. Fand ich gar nicht witzig. Der war ultra krass, der Move. Guck mal, warum finden die solche Clips so lustig? Bro, das macht gar keinen Sinn. Okay, so sieht Halloween in Frankfurt aus. Frankfurt aus. Ah! Oh ja! Ja, bitte! Ja, das gibt mir ein Ei im Verbot! Okay. Bro, einfach zeigt Eier. Die leere Packung. Ey, ich hab noch mehr! Hier ein Stück Brot. Wer will Salz? Hier. Nein, danke! Ciao. Wenn ihr. Ich hab nicht gelacht. Ich auch nicht. Jemand sagt, spiel. Bro. Er macht's. Ja, er macht's einfach bei Halloween Salz Bro. In die Tüte, Digga. Nee, er macht Salz auf einen Teelöffel und. Geisteskrank. Wieder windig in meinem Zimmer gerade. Eieiei. Spiel mit deinen Weihnachtsgeschenken. I mean, I can't have OCD. You mean OBCD. Wenn du ein Geschenk. Oh mein Gott. Alter, das ist so dumm, Digga. Ah, das ist schlecht. Das ist so scheiße. Give me OBCD. Guck mal, warum finde ich das so lustig, Junge? Ey, es macht schon wieder gar keinen Sinn, Bro. Es macht gar keinen Sinn. Alter, wenn du ein Geschenk gefällt, ne? Wenn man so von Oma, Opa irgendwas geschenkt bekommt, was man gar nicht will. Dann immer. Ja, danke. Voll cool. Oh Mann. Yeah. Wenn sie sagt, Freude. Sie steht auf Jungs, die kochen können. Oh. Na heiß, was sind das für geile Kekse geworden, Digga? Ah. Bro, wo der Zehner, das sind diese fertigen Kekse aus dem Rewe.
Die hat. Frisch gebacken. Ein Mann beim Spendenbrunnen kein Kleingeld dabei hat. Das hat sie nicht wirklich durchgezogen. Bro, sie macht beim Brunnen Pip. Einfach zwei unterschiedliche Welten. Und sie zahlt beim Spendenbrunnen mit Geld. Ich kann nicht. Pip. Einfach zwei unterschiedliche Welten. Und die sind einfach in mein Alter verlobt. Und guck mal, mit was ich mich begeben muss, Digga. Dreckiger Türke, aber sieht gut aus. Marokkaner. Junge. Oh mein Gott, Junge. Ja, Bro, der kam aus der Hölle, Digga. Ich hab, Alter. Junge. Oh, geil. Aber fühle ich, Digga, fühle ich. Und wir waren mal wieder im Restaurant. Warum hat der Kellner Olivenöl auf die Packung gemacht? Ah, okay, für den Effekt. Was ein Gott, mein Gott. Danke, danke. Sie macht ein Vorher-Nachher-Video von einem 15-Stunden-Arbeitstag. Okay. This is me before my 15-hour-shift. We have 1200 people on the books. Okay. This is hour 12 of my 15-hour shift. Hä? Wo kam der Bray auf einmal her? Ich weiß nicht, aber eventuell würde ich den Job wechseln, also. Oha. Okay. Wo kam der Bray auf einmal her? Oha! What the fuck? Wie jeder zweite nach dem Halbjahreszeugnis. Ach so, Bro. Verstehst du? Wenn das Zeugnis so scheiße ist und du dir denkst, du musst zu Max arbeiten gehen. Oh, Bro. Hä? Dein Zeugnis war wirklich scheiße, oder? Weil, ja, oder und? Trotzdem bin ich jetzt YouTuber und hab Maus. Oh, Flex, Digga. Mann, Digga. Mathe 4, ich hab in Mathe eine 4. Es juckt mich nicht. Oh, shit. Nein. Gut, du hast den Meme wahrscheinlich anders verstanden, weil... Du würdest halt nach jedem Zeugnis, hast du auch immer McDonald's gegessen. Nee, ich halt, hab schon in der Schule gut verdient. So wie jeden Tag hast du McDonald's gegessen, ne? Ja. Dass sowas passiert, ist eigentlich unmöglich. Ci sei, sei concentrato, dobbiamo farlo cadere. Non mi avvenne mai. Vai, vai. Sandwich bleibt stecken. 46. Ich werde jetzt bleibt noch eine Sache stecken. Oh. Er muss die Flasche drüber nehmen. Ja. Ja, macht er. Macht er, macht er. Ja! Bro! Oh mein Gott! Wie viel Pech wir von dem Leben haben, Freunde! Okay, das ist gottlos. Da, Bro, das ist wirklich gottlos. Einfach dagegen schlagen gerade. Ja, der machst du es kaputt. Bro, wie findest du meinen neuen Auspuff? Okay. Schala. Lehre, wie war die Gruppe? Ja. Ja, so stumpf am Ende einfach. Lehre, wie war die Gruppenarbeit? Gruppe Nummer 7. Wie fühlt ihr euch? Überragend. Sehr schön. Habt ihr euch gut vorbereitet? Nein. Kamt ihr gut miteinander klar? Nein. Das sind die besten Voraussetzungen. Ich wünsche euch viel Spaß. Optimal, herzlichen Dank. Die Arme wurde einfach von einem Oktopus angespritzt. Hey, oh mein Gott! Bro! Junge, selber schuld, Digga. Selber schuld, wenn man lebende Tiere essen will. Junge, ich gönn's euch. Hoffentlich kommt es niemals wieder raus. Hoffentlich bleibt ihr für immer so. Ja, Bro. Warum schmiert sie das? Junge, ich verstehe wirklich diese Restaurants nicht, wo lebende Fische genommen werden und dann am Tisch, keine Ahnung, ersticken müssen oder was weiß ich, Digga. Also, das macht gar keinen Sinn. Haha, Digga. Geil. Dieser geil. Freund, der nur einen kleinen Biss haben will. Digga, einfach POV, du heißt Energy, Digga.
Hallo? Hallo? Ich heiße nicht Energy Man. Wie heißt du denn? Ich heiße Christina Lange. Ah, Digga, so. Ist ja deine Mami. Was macht der da? Was zum Teufel ist in diesem Quarkbällchen? Ja! Yo! Quarkbällchen, 4000 Euro! Ich würd's kaufen, Digga. Ja. Was war bitte seine Mission? Oh mein Gott. Hä? Warum schmeißt er das auch nach ich oben gegen Baum? Das Problem, wenn das Menüschild fehlt. Okay. Ah. Oh nee. Bro, jetzt bestellt er bestimmt irgendwie so. Oh nee. Let's see. Wenn mich Ey, du kannst mir nicht sagen, dass er das Schild gerade in sein Auto hatte, oder? Bro, er hat das Schild einfach. Nein, hat er nicht. Oh, warte. Oh. Think it, man. Let's see. Wenn mich fragt, was ich so in meiner Freizeit mache. We have a bowl of ramen noodles. It is currently 7:30 and 7 degrees outside. You can see how hot it is. Clearly it's steaming. It just got out of the microwave. We're gonna let this okay, stand for a little bit. Kenn ich. Jetzt bleiben die so stehen. Weißt du, ich meine? It's 8 o'clock. It's been 30 minutes. The temperature is still 7 degrees. Jetzt sind die gefroren und dann hängt quasi die Gabel in der Luft. Oh, it's frozen. Geil. Zwei Tagen seinen Hamster einzufangen. Alter. Ja. Er hat da irgendwas vertauscht. Oh. Hä? Oh mein Gott, wie schlecht, Bro. Mein das ist genau Gott. Falsch rum. Das Ding, was an der Wand ist, muss in den Fernseher. Junge, wie kann man denn so schlecht sein? Ist das dumm, Digga. Ja. Ja, da gibt es eine 5-Sterne-Bewertung, geil. Niemand? Wenn der Wein mehr als 10 Euro kostet. Immer dieses... Oh, verkosten? Tanzverbot? Bro, wirklich, die Leute, die sowas machen, ich werde es in meinem Leben niemals ernst nehmen können. Ich war auch schon in Sterne-Restaurants, wo ich sowas gesehen habe. Was erwartet er sich jetzt? Leicht trüb. Ich sehe da eine 1988er Chardonnay raus. Bro, what the? Also wirklich. Dieser Kellner auch, er denkt so, du kleiner Bastard. Ja, safe. Aber danke, danke, bellissimo. Bitte, ganze Flasche. Normalste Bro, kein Sinn, ne? Unterricht in Duisburg. Oh, tschüss. 20 Panikattacken bekommen in diesem Club. Alter! LOL! Ey, das ist ultra geil! Bro, wie. Hä? Was Warte war mal. Das? Das ist ein Club komplett voll mit Monitoren. Das vorne ist ein riesen. Alter, sieht aus, als würdest du Achterbahn fahren. Ja! Okay, das ist geil. Heftig. Als die U-Bahn in Duisburg. Heftig. Weiß ich jetzt nicht, ob das so soll, Digga. Ich freue mich schon seit 2 Stunden auf den Nudelauflauf. Hm. Oh, Masch. Boah, Biologie, aua. Mein erster Praktikumstag. Aha. Hallo, das sind 36 Liter, das passt nicht. Ach du Scheiße! Wie ich mich verhalte, wenn mein Alter. Vater. Ey, es ist immer so, Bro. Egal, wann irgendwer zuguckt und du dir gerade denkst, okay, jetzt muss ich irgendwie cool aussehen, kannst vergessen, es wird nicht funktionieren. Oh, genau den ist, das ist mir auch mal passiert, Alter. Duisburg. Okay. Ja, Lapin, soll ich auch Ehrenhaare schneiden? Ja! Digga, wie geil! Einen Jungs die neue Wohnung zeigt. Okay. Aua, schick, schick. Das war ein Spiegel und keine Tür. Bro, ich schwör auf alles, ich dachte auch, es wäre eine Tür, ne? Hä? Digga, es sieht original aus wie eine Tür. Ich wäre auch gegen gerannt. Dieser Typ ist einfach so unglaublich random. Okay.
Er geht einfach irgendwo so hinten rein, wo man nicht rein darf. Oh, you can't come back here. Chicken sandwich. Er snackt sich einfach selber, Bro, das Chicken Sandwich. Der Bruder tut mir so leid. Digga. Geht ein Mixer? Oh nein. Oh nein. Oh. Aber wie traurig, Digga. Er war so traurig. Ich das erste Mal Essen alleine mache. Okay. Digga, einfach der Ofen ist gerade geplatzt. Hä? Aber jetzt mal for real, denkt ihr, ich kann das noch essen? Denkt ihr, ich kann das noch essen? Junge, was für Essen, ja, Bruder? An den Prä, der das gemacht hat. Junge, wer macht Burger Patties im Ofen, Junge? Höre dir, wer macht das? Hä? Entweder auf also dem Grill oder an der Pfanne. Aber warum im Ofen? Würde ich den oberen würde ich noch essen eigentlich, Digga. Ehrlich gesagt. Bro, nein. Junge, das sind überall Scherben, die kann man nicht mehr essen. So, scheiße. Geil, oder? Wirklich. Wer ist dafür verantwortlich? Ey, kann mir einer erklären, wie funktioniert das? Wie ist da oben ein Einkaufswagen? Hä? Wie geht das? Wie? Hä? Wie? Okay, das raff ich auch nicht. Wie? Der neue Messi wurde geboren. Topka te podare ataka Messi, Messi pugleshta kamratada shtetrele Messi! Der wurde im intensivsten Kampf seines Lebens. Die wollen das. Junge, der denkt auch Cowboy-Film. Ja! Ja! Er latzt sich, oder? Aua! Oh mein Gott! So, es geht! Nee? Doch, jetzt haben sie es, okay. Junge, was ein Krampf. Wenn ich im Garten helfen soll. Oh shit. Der Bruder lebt beste Leben. Leute haben Terrasse, Leute haben Balkon. Ich chill hier auf Fensterbank und ich Sonnenschwandler. Bro, aber ein Macher, Digga. Wenn man keinen Balkon oder so hat, das Beste draus machen, Junge. Mein Talent ist. Bro! Bro! Was ist das? Was ist das? POV. Ich hab das noch nie gesehen. Digga! Der konnte mit seinem Hinterkopf seine Cojones anschlagen. Der hat von der Gummifrucht gegessen. Mein Mann. Bro. Als Handwerker. Einfach Ruffy. Schneidest du ein Stück von 25, wo kein Eis liegt, da kannst du laufen, ne? Ja. Junge, wer bist du, kleiner Junge, dass du mir sagst, was ich schneiden soll, Junge? Schneid doch selber. Ich hab gar keinen Bock mehr, Junge. Mach lieber Pause machen, Junge. Ich schneid mal 25, schneid mal selber, Junge. Wer bin ich? Steht auf meinem Kopf Schneider? Scheiße. Was sollte ich schon mal schneiden? Er macht einfach okay. Halbe Stunde schon dafür. Jetzt macht er so richtig wenig, safe. Macht's auch richtig krass jetzt. Digga, er denkt gerade, er macht Boxkampf. Was ist das? Wenn Mama sagt... Okay, das war echt... Wirklich, Bro, also, das reicht jetzt. Reicht. Das war wirklich einer zu viel. Also. Freunde, ich würde sagen, wenn das Video gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ganz, ganz wichtig, schaut gerne auch bei Denergy vorbei, Freunde. Alle Links in der Videobeschreibung. Und Slidet einfach bei mir rüber, so wie ich in seine Mutter reingeslidet bin. Ja. Ich dachte, wir wären Freunde, so weißt du, ich meine, aber man irrt sich, Digga. Ich wollte doch nur was bestellen. Ja. Ne? Digga. Ich will doch nur eine Butterbrezel. Du hast schon gelacht, Bruder. What the? Erster Clip, ich hab Bro! Ich hab Husten! Ich hab gemacht. Ich schwör auf alles. Okay. Ja, es war. Was man so kennt. Ganz normal beim Bäcker, ne? Ja, morgen, wir sollen das morgens um 9. Okay, er muss Preise anheben. Ich hab immer das Gute in dir gesehen. Kann ein Mensch sich so entwickeln? Wie funktioniert sowas? So. Fühlst du, ne? Du gehst ja auch jeden Tag Döner holen, oder? Ja, 8,50, was soll ich sagen? Meine lieben Freunde, wenn eine Frau flachlegen will, der sollte sie nicht stehen lassen. Ich kann auch ganz anders. Ich hab euch gesagt, dass ich niemanden wehtun möchte. Und jetzt hört ihr runter von eurer Nummer hier. Ja? Komm jetzt klar. Ich bin Detektiv und ich sorg jetzt hier für Ruhe. Hallo?
Bro, da ist doch gar nichts Lustiges passiert gerade. Wir haben vor der Aufnahme ganz so, ey, bin Carsten Stahl. Ja. Und jetzt kommt Carsten Bro. Stahl, wirklich? Ey, Freunde, schreibt mal bitte in die Kommentare, fand ihr diesen Clip lustig? Da war, Bro, da war nichts, was irgendwie ansatzweise witzig ist, Digga. Ich finde Carsten Stahl einfach Legende. Ich gebe dir noch eine Chance, okay? Es zählt noch okay. nicht. Jetzt geht's los. Bro. Let's go. Bitte schön. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid, okay? Ja. Hilfe! Hilfe! Was ist los? Kannst du mir noch Soße geben? Hallo? Hallo? Der war gut gerade. Ist denn niemand hier? Entschuldigung, ich habe da, glaube ich, gerade einmal ganz kurz was verloren. Auf der Bank kann ich einmal ganz kurz gucken. Einen kleinen silbernen Stein. Boah. Boah, chill mal. Ist das dein Ernst? Also ich würde in 10 oder 15 Sekunden aufstehen, weil dann setze ich mich da einfach drauf. Ja, ich stelle es mal auf. Simon Terodde, nach Bremen konnten Sie nicht schlafen. Voice Crack. Besser oder wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, heute, boah. Das Leben auch schwer fallen, Alter. Das muss man erstmal realisieren, was hier heute. Ja, das ist. Ja. Komplett abgegangen ist schon vor dem Spiel, Alter. Ja, mega. Ja, das ist. Keiner, ich hab keine Stimme. Ich Stimme das ist doch nicht real. Das ist doch nicht real. In der Kurve. Ja, in der Kurve und auch gerade in der Kabine. Ja, doch gerade, Bro. Was soll ich erzählen? Du hast alles hier gesehen. Ja, Bro. Oh, was? Bro, niemals ist das real. Oh, oh mein Gott, Bro. Okay, POV, du trittst abrappt auf die Schuhe. Apo, können wir bitte ein Bild machen? Ah, Digga, du kleiner Go, Digga, mit deinem nackten Foot auf diese expensive Red Sneaks, Digga. Wem willst du hier eigentlich fehlen? Bro, 1-1. Ja. Yes. Mit richtig jeden gut. Abend unter der Dusche die Lunte so sehr, bis ich Weißwein abspritze. Ich bin spielsüchtig. Digga, Junge, das ist doch scheiße, Bro. Hahaha, ich darf auf die Liste. Ich habe mit 15 Jahren die Schule abgebrochen, um der jüngste Selfmade-Millionär Deutschlands zu werden. Heute bin ich 25 Jahre alt und arm und hässlich. Also. Wie viel ist... Der Typ bringt immer so einen Ich liebe den. Wow, Captain Jack Sparrow, Bro. Was ist dein Outfit, Herr Josef? 0,00001. Jawohl, Josef! Woo! Gernis. Ha? Es geht ja nicht um Geld. Es geht ja nicht um Geld, Josef. So Nein. ist es. Schaust aber gut aus, Josef. Danke. Bitte. Zwischen die Tüte. Was? Was? Hä? Aber real talk, Bro. Wollte dein Dad sie nicht aushalten, also vom Internet raushalten? Das war wirklich mein Dad. Den das war wirklich dein Dad, ja, das war dein Dad, mein Freund. Okay, Weißweit mit Papa Blatte. Kennst du das, wenn deine Freundin eine Zwillingsschwester hat und du einfach aus kompletter Verwirrung einfach ihren Dad bummst? Ja. Legendärer Clip. Ja, geil. Okay, weiter geht's. Stell dir vor, du fährst Achterbahn und das Ding ist kaputt und nur ein Ding macht die ganze Zeit so. Alter. Guck mal, alle sitzen normal und der eine... What the fuck? Ja! Geil. Crap Dance, Freunde. Oh, das ist schön. Boah, in der Toilette. Ja. Und Dias. Geh auf da, genau. Hola. Oh, sorry. I was saying hello. I was just in Mexico earlier. Can you shut the f*** up? Oh my God. Uno. I only have one card. Go. Guy want? Piece of shit. Hä? Bro, die haben einfach Seife? Okay. Hey, du hast... Bro.
Nein. Ja. Nein. Das ist Bro, nein. Nein, nein, er Bro. Nein, das kann man doch nicht machen, Digga. Er hat dir geholfen, Mann. Sie war lustig. Oh mein Gott. Boah, ist das ehrenlos. Ja, manche Leute stehen drauf, Mann. Oh mein Gott. Oha. Ja, okay, Bro. Hä? Er hat einen Real-Life Under the Map-Glitch. Warte, war das fake? Ja, okay, ist fake. Oh mein Gott, Bro. Mit der Maus würde ich mich nicht erlegen, Mann. Der Ball hat ihn verändert. Das ist mein Favorite-Basketball. Oh, holera. Ist das Freddy Fazbear? Okay. Aber okay, jetzt nochmal ganz kurz eine Hardcore-Phase, okay? Wirklich auch nicht grinsen, wer es länger schafft, okay? Okay. Let's go. Jetzt, wir machen wirklich mal for real. Und wenn du grinst, musst du es ehrlich sagen. Okay. Let's go. What's wrong? Why are you burning? What burning? Roof burning, what the f***? What the f***, dude? Wait. Bro, es war so schlecht. Hä, warum muss ich lachen, Bro? Er sagt wait, aber es sind weights, Bro. Oh, wait. Auf Englisch heißt das Gewicht, ja. Nochmal. Wow. Alter! Oh mein Gott. Ich muss schon wieder lachen. Er wurde bei KFC rausgeschmissen. Er wurde abgelehnt bei KFC, Bro. So dumm. Das ist so ehrenlos. Es ist auch so einfach. Ja, es macht gar keinen Sinn. Okay, so today we are going to make... Yay! Meine Freundin. Ja, mal safe! Bei GTA. Als ob der klingelt. Als ob... Eine Biene klingelt, yeah. Bro. Stell dir mal vor, du guckst das Video an, wer geklingelt hat, das ist eine Biene. Ich würde niemals aufmachen. Hä? Er hat sein Handy weggeworfen. Bro, ich weiß noch früher, Leute, wo... Du eine Oveja. Was ich sagen wollte, ich weiß noch früher, da war das voll der Trend in der Schule, ja, Bro. Es war so ehrenlos. Der Trend, genau, der Trend. Ah, super Trend. Gitti. Ja. You better go first. Oh, hell yeah. Hä? LOL, die haben den da runtergetreten und sich haben gelacht. Alter. Bro, die wollen alle seine Chips haben. Schreibt in die Kommentare, Freunde, ob euch Möwen schon mal was geklaut haben. Boah, Bro. Okay, sie wollte ihren Hund abchecken, wo sie weg war. Die hat so eine Kamera extra für den Hund. Wo ist der Doggy, die Dog? Dieser Blick, oh, ich sitze hier nur, ich mach gar nichts, Mann. But the cat is not my son. Oh, okay. Oh, moin. Setz dich, mein Freund. Oh, hello. Was wird das? Pick a number 2, 1 and 10.
Evan, what's your lucky day? You just won brand new AirPod Pros. Wow, you're kidding me. Really? Yeah. Digga, dieser Trend, Freunde, ist der ehrenloseste Trend, den es auf der Welt gibt. Die Leute freuen sich, dass sie was gewonnen haben. Dabei hatte die selber nur aus dem Regal geholt, wenn die rausgehen, dann geht dieser Alarm an wegen Klauen. Oh mein Gott. Guck, then you won. Guck. How come? You win. Have a good one. Have a good one. Digga, das ist gottlos. Die Leute denken sich so, ja. Er macht das bei einer älteren Dame, Digga, geistkrank. Digga, das ist so böse. Oh, Dormo, Sabulka. Mac ist Badezimmer. Warte There's mal. Outside. Ich weiß ja nicht. There's a sheep outside. Oh my god, oh my god, oh my god. Bro, dieser Clip ist der ehrenlose Clip. Ich vergesse ihn wieder aus meinem Kopf, er ist gelöscht. Nicht lustig, gar nicht witzig. Wir distanzieren uns von solchem Warum? Humor. Wow. Hi, what would you like to order? Can I get an ice caramel? What? An ice caramel? What would you like to order? An ice caramel. Alter, hab ich mich erschrocken, Junge. Da hat Zeus mal kurz Nickname gehoben gemacht, Digga. Okay, what is he doing? Also, was macht er mit der Kuh? Ja! Ja! Digga, da hat die Kuh aber nicht lange auf sich warten lassen, Mann. Da hab ich auch an ihn angeklärt. So. Schaut mal, Freunde, ich bin ja Familienvater inzwischen, wie es viele von euch wissen. Oh, Junge! Und meine Freundin und ich haben halt einen kleinen Engel zur Welt gebracht und trotz alledem hacken Leute immer noch auf uns rum. Zum Beispiel Daniel. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt, aber ich weiß nur eins. Ich hab Danergy's Mom in den Arsch gefickt. Oh, Er hat vergessen, dass das Filter noch an hat. Als ob das klappt dann auch noch. Bro, wir sollen nicht lachen. Was machen wir hier eigentlich? Okay, jetzt. Kann ich die Zitrone bitte? Bro. Thanks, bro. Thanks, bro. Nee, nicht schwimmen. Oh nein. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Alter! Bro, wie gerne ich einen Affen hätte als Haustier, ne? So geil. Vorlage. Hä? Das war so eine Vorlage, aber ich bin. Und schon wieder, Freunde, wird auf meine Familie gegangen. Naja, wir machen weiter. I have never seen lightning so close. Okay, Blitzeinschlag jetzt wohl. Guck mal, Junge. Ey, das ist nicht Mr. Beast, oder? Das ist. What the? Bro, was ist das? Pablo. 360 no scope. Pablo. Oh, hat getroffen, Bro. So, was haben wir denn Schönes hier, du? Ich brauch heute mal ein bisschen Thunfischfutter, sag ich dir. Shark hat wieder nur Just... Er hat nur angepusht. Ah, der macht kurz... Ein Zipper nicht. Stabil. Nein. David, ey, lass Strom doch an, Bro. Da passiert doch nichts. Den hab ich nicht gecheckt. Den hab ich nicht verstanden. Kannst du mir den erklären? Nein. Scheiß drauf. Warum nicht? Bitte. Bro, die haben alle rote Jacken an und haben schwarze Köpfe. Dann sehen die aus wie diese Bonbons. Ah, Junge, wirklich, der hat die Scheiße auf dich. Oh, ja.
Digga, du in 10 Jahren. Was ist er denn? Oh, cool. Guck dir die Mädchen nicht an, warum? Wie man entspannt nach einem langen Tag. Schön am Meer chillen. Alter. Digga. Carlos, sein Bablito hat ein bisschen geübt. Geil, Digga. Say thank you. Say thank you. Bro. Was sind das bitte für gottlose Clips, Digga? Auch gar kein bisschen witzig, Digga. Junge, warum macht man Memes von so armen Kindern, Bro? Also, wenn das nicht im Titel irgendwie steht, dass es die gottlosesten Memes waren, die wir seit langem hatten. Das sind wirklich, heute sehr, sehr gottlose Memes. Finde ich auch kein Stück, gar kein Stück. Null lustig, Bro. Gar nicht witzig. Mann, ey. Wirklich. Echt? Geht nicht klar, Digga. Also Real Talk, Freunde. Ich distanziere mich davon. Ey, es ist wirklich so, ne? Jedes Mal. Es ist wirklich so. Jeder kennt das Gefühl, wenn man die Decke verdreht hat, Bro. Ich nehme meistens dann die von Michelle, aber jeder verdreht die Decke halt einfach. Guck mal, Digga. Du bist so gottlos. Wir haben drei Kinder, Digga. Wir haben drei Kinder, wirklich. Du machst sowas, Digga. Ja, okay. Als... Leute, einfach... Hat leider einmal an Stellen nicht gereicht, ne? Aber wir sind zu groß, der junge Mann. Du bist ein Sixer. Ich denke, wir sind alle gleich. Okay, wer steht auf? Erstmal furzen. Und ja, Mann, erstmal den machen, Junge. Sei mal ehrlich, streckst du dich aus, wenn du morgens aufstehst? Geht. Ja gut, du bist ja auch nur 1,20 groß. Ja. Bro, warum ist da die Giraffe? Hä? Was? Bro, da steht eine Giraffe! What the f? Hi. Was passiert jetzt? What the hell? Warum ist da ein Rentier, Bro? Bro. Ja, wahrscheinlich gibt er ihm das dann. Hier, bitte. Alter, der Hund kann Backflip. Alter, der neue Film Jurassic World. Der arme Bro. Er will den Knochen haben, aber da ist ja gar kein Knochen drin. Junge, was ist das denn? Oh, der arme. Oh mein Gott. Geil. Ja, okay, Bruder. That's a goddamn enough. Menschen sind so dumm. Okay. Oh, baby. Okay, komm, die letzten drei Clips rein, ne? Jeder macht Sinn. Digga, seine Hotdogs kommen aus der Hölle, Junge. Hotdogs. I do. She said yes. Man and wife. Aye, aye, Captain. Aye, aye, Captain. Das ist geil, Digga. Ja. Oh shit. Ja, gut, weiß jetzt nicht, ob man da reinspringen sollte, Mann. Safest, okay. Also eine S-Bahn in Ohio. Warte mal, was? Oha! Bro!
Wie das ein. Warte mal. Bro, er klaut hier ihr Essen. Guck mal jetzt. Guck mal, wie er schon anvisiert. Die snackt sich darauf entspannt ihre Pommes rein. Oh. Dicker, what the Wie das Ende von Mike. Junge, was ist das? Alter, als ob er so eine Katze ist. Was er ist das? So, ich bin eine Katze, ich bin schnell. Bro. Wie das Ende von meiner ersten Fahrstunde aussieht, okay? Meiner ersten Fahrstunde aussieht. Hm? Bro! Wie kann ein Auto da so landen, Digga? Wie haben wir das geschafft da? Oh mein Gott. Oh. Ist auf jeden Fall ein Neuwagen. Stell dir vor, so eine Fernsehwerbung. Ja, ja, Qualität. Das Bro, mach mal Seiten auf Cheetos, bitte. Was ist das denn, Digga? Er hat Cheetos Haare. Ich bin besser von seinen Haaren snacken einfach. Digga, ist doch Cap. Bro, jeder, der von euch diese Chips, ich kenne Freunde, die sehen genauso aus. Junge, das sieht so lustig aus, Alter. Cheetos Haare. Oha, Pokal gewonnen. Oh, no. Wie ich mich fühle, nachdem mein Crush mich angeschaut hat. Okay. Wieso okay. Ist sie so ehrenlos? Hä? Wow. Was kann sie denn dafür? Hey, help me. Oh. Jede Engel. Okay. Okay. Digga. Warum? Bro, sie schreit, hilf mir. Und warum hat er auf einmal ein Fingerskateboard, Bro? Guck mal. Oh, erstmal yeah, Kickflip. Jede Englisch-Listening-Aufgabe an der Schule. Listening Part 1. For questions 1 to 8, choose the best answer. A, B or C. 1. On a train. Ich schwöre. Immer, Bro. Das war immer so. Geil. Dieser eine Freund, der plötzlich zum Bodybuilder werden möchte. Hey, das warst du auf jeden Fall nicht, Digga. Das warst du auf jeden Fall nicht. Nicht zum Bodybuilder werden möchte. Mhm. Ja, okay. Bro, what? Oh, Digga. Why you got that wig on? Hast du das verstanden? Nee. Weil dieser Hammer und diese Sichel zusammen ja dieses Logo. Ach, scheiß drauf, okay. Aber Vorsicht, das ist gefährlich, ne? Guck mal, wer da kommt. You don't look like Michael, you look like Michael Myers. Michael Myers. Oh my god, this is the tiniest little wiener I've ever seen. It's so... That's pretty average. I don't know what you're... Those, that's normal. Der ist eigentlich size. Ganz groß. Eine ganz normale Größe. Normaler Tag in Ohio, be like... Bro, it's so windy. Geh niemals raus während einem Tornado. Junge, ich will nach Ohio, Digga. Was ist das, Digga? Was, jedes Mal dieses Ohio-Ding. Bro, it's so windy. What the fuck? Das ist so schlecht. Er so fliegt dumm. Einfach weg. Oh. Ja. Das bist du im Fitnessstudio. Ja. Oh, nee, moin. Nicht der. Ja, geil. Ey, yo, was geht? Nimm die Schuhe mit rein, sonst werden sie geklaut. Quatsch. Ey, das ist ja so dumm. Ach, Quatsch. Zack. Oh, Bro, ich wollte doch nur aufstehen und chillen. Was mache ich hier? Diesem Clip lacht. Wer bei diesem Clip lacht, ist offiziell gottlos. What do you wish for? Legs? What do you fucking think I wished for? Yeah. Ja.
Zitzig ja. Beine gewünscht. Yep. Jede Fliege ohne Sinn. Out! I have a wife and children. Please, God, please, let me out, please. Ja! Please. Ja! Bro! Out. Get me out of here. Du hast eine Mücke, du hast eine Biene, ja, irgendwas in eurer Wohnung. Ihr macht Fenster auf, die fliegen trotzdem gegen das Fenster, was zu ist. Ey. It's open right there. Oha! Geil. Okay, was kommt jetzt? Er tanzt mit einem Bier. Oh Mann. Oh, jeder Mann. Findet seinen Deckel. Das ist. Ich will doch nur ganz entspannt schlafen und dann kommt dieser Typ. Ja, wollte ich heute Morgen auch. Jo. Oh. Digga, was? Die Tasse. Moin. Oha. Digga, mach das doch, wenn jemand auf der Straße ist. Das erste Mal im Flugzeug. No, this is my last. Everybody! Ärzte. Alter. Verschreiben Medikamente immer mit so einer Schrift. Real talk, Bro. Ja, Digga, jeder Arzt. Ja, Moment. Digga, nichts. Man kennt gar nichts. Mein Freund und ich, nachdem wir in der Arbeit gegenseitig abgeschrieben haben. Ja, Mann. Wir haben beide eine 4 bekommen. Wir haben beide eine 4 bekommen, aber immerhin keine 5. Das war schon gut dann. Wenn man die Klassenarbeit zurückbekommt und seine Fehler sieht. Oha. Scheiße. Wie konnte ich verdammt nochmal so dumm sein, Alter? Ja. Der Bruder wusste dann, er ist am... Ich finde, er bleibt hängen, ohne anzukommen. Nee? Ja! 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 Alter. Digga, du kannst nichts machen dann. Du wirst ja genau in der Mitte stuck bleiben, weil das ja so geht. Das war's. Bro, das Schlimmste, ich wette, der hatte sein Handy dabei und keine Ahnung was. Okay. POV, die Lehrerin redet über Gruppenarbeit und dein Kumpel guckt jemand anderes an. Boah, Bro, das geht gar nicht. I'll murder you. All the pain in my heart. Was muss sich der Kassierer gedacht haben? Ich liebe den Typ. Okay. Aha. Damn, I'm hyped for this shit, man. God damn! Immer wenn diese Stimmen in meinem Kopf auftreten. Boah, guck mal, das macht so viel Spaß, ey. Guck mal, zack, zack, ausweichen und bam! Stell dir vor, das wäre Queen Elizabeth! Wow, 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 wow! Hä? 1808 Werbung für seinen neuen Track im Radio macht. We got Beethoven in the building! All the way from Germany to promote his new Symphony No. 5. Ja, yeah, crazy. Okay, Lubin, we've got to talk about that opening riff. That da-da-da-da, da-da-da-da. How'd you come up with that? Yeah, I mean, we were just in the studio. Stell mal vor, früher gäb's wirklich so Radio, TikTok, Bro. You know, das wäre wirklich so. Bottles of Henny. I mean, yeah. Yeah. My man. Weisheitszahn OPB-like. Die Kurden haben sie die Lippen weggenommen. Was? Bro, er hat eine Weisheitszahn-OP bekommen und wurde komplett betäubt. So, kennst du das? Da bist du wie so vernebelt. So. Du laberst irgendeinen Müll. Alles gut. Aber warum haben die Kurden seine Lippen weggenommen? Der halluziniert irgendwas. Die Kurden brauchen seine Lippen. Ist hier noch viel Liegefläche? Nee, gar nicht. Du musst ein bisschen zur Seite rutschen. Verdammte Scheiße, ich würde mich gern so drehen. Ja, das geht. Verdammte Scheiße, ich will mich drehen. Aber nicht, nein, sicher? Nein. Ja, ganz sicher. Sicher. Mein Gesicht ist kleiner geworden. Ich hab gut was abgenommen. Die haben auch deine Nase mit operiert. Darf ich die Augen aufmachen? Ja, du darfst die Augen aufmachen. Oh, die Decke ist so flauschig. So, ganz einfach, eine Linsencremesuppe. Eine Linsencremesuppe? Ach, die waren gerade noch in ihre Zucchinis gepflegt.
Bruder. Wenn man. Digga, der war auf anderen Stern, Digga. Ja, so gut, Digga, das war so gut. Lass das Ganze beenden, das macht keinen Sinn mehr. Ja, du hast recht, ich glaube, es ist wirklich besser so. Ja, und jetzt? Jetzt werde ich dich überall blockieren und ab und zu mal wieder entblockieren, weil es mich doch zu sehr interessiert, was du machst. Das war mir klar, dass du das machst, darum habe ich meinen Account schon auf privat gestellt. Ich habe mehrere Fake-Accounts, die dir folgen, bevor wir überhaupt zusammengekommen sind. Oh, die werde ich schon finden und blockieren. Meine ganzen Freundinnen folgen dir auch mit mehreren Fake-Accounts, also egal, was du machst, wir sind unaufhaltsam, du wirst uns nicht stoppen. Es ist real. Das ist irgendwie schon ein bisschen krank. In den Stories von meinen Freundinnen, denen du auch folgst, werden auch provokante Videos von mir hochgeladen, um dich eifersüchtig zu machen. Das wird mich auch sehr sauer machen und eifersüchtig. Und wenn ich traurig bin, werde ich merken, dass du die Richtige warst und werde mich einfach wieder bei dir melden. Ich werde dann erstmal auf Hard to Get machen, doch am Ende trotzdem einbrechen und wieder zurück und so gern, real. Wieder von dir verarschen lassen. Perfekt, bis in 3 Monaten. Ciao, ich liebe dich. Next up, we got Ice Spice. Next up, we got Cardi B. Oh, pass. Pass on that. Oh, that's great. Saweetie. Oh, I'm smashing that. Yeah. All day, right? I'm ramming it in there. Oh, tell me more. I changed your life. I'll ruin it. Bless up, Jocelyn. She's a rapper? Yeah. I like her eyes, yeah. Ich wette, das ist er. Guck mal, sie hat denselben Pullover an wie er. Das war Safe Face App oder so, das ist eine Pfanne. That's me. Ass. What? Shut the fuck up. Mein Kollege ruft mich an und sagt, er hat sich irgendwie in seinem Zimmer eingesperrt und weiß nicht wie. Hä? Alter, das ist so geil. Okay, Leute, Update. Wir befinden uns im Treppenhaus. Okay. Ich finde das so lustig. Warte. Hä? Bin ich jetzt zu weit gegangen? Oder ein zu wenig? Ich hab's gefunden. Schuhe natürlich ausziehen. Weil gehört sich so. Versuch nochmal aufzumachen. Bro. Als ob da irgendjemand so ein Bild hingestellt hat. Weißt du, warum das nicht geht? Bro. Wer hat das da hingetan? Ich zeig dir gleich das Video. Warte mal, mach mal jetzt. Mach mal jetzt. Lol. Boah, Digga, krass. What the hell? Boah, eine Eule. Da geht's gut. Die ist... Die macht kurz. Sie hat bestimmt eine richtig süße Lache. Mhm. Alter. Bro, was ist das? Ich bin ja gerade. Boah, wenn meine Freundin so eine Lache hätte. Und ja, tschüss. Was soll ich bei Digga. Alina sagen, Mann? Ich will mich sagen, Mann. Okay, du kleiner 31er. Fast hätten wir eine ganze Folge ausgehalten, ohne unsere Freundin zu beleidigen. Oder, was heißt zu beleidigen, aber... Da musstest du wieder anfangen. Schade, naja. In der Bäckerei. Und wer eine Torte will, soll ich bei mir melden. Ich zeig mal, was so alles gibt. Torten, okay. Also wir haben auf jeden Fall Karottenkuchen, Karottentorte, das. Dann haben wir... Dann haben wir hier noch was. Ja, Aprikose. Das ist so random. Und wer was will, meldet euch auf. Also einfach im Kühlraum, Bro. Wie halt so schlecht, dass du selber lachen musst die ganze Zeit. Das ist geil. Das ist einfach so ehrenlos. Okay. Auf dem Boyfriend. No, ja, okay. Wahrscheinlich. Outfits, wenn ich leere wäre. Okay. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist so dumm. Bro, aber ohne Witz, Lehrer haben immer so diesen selben Style von Klamotten. Schreibt mal rein, ob eure Lehrer auch immer alle... Bro, die sehen alle gleich aus. Jede Deutschlehrerin hat so wie eine Sweatshirt-Jacke, aber die so bis zum Boden geht. Weißt du, so eine ganz dünne Jacke. Nee, weiß ich nicht. Immer, Bro. Ach, dem Hals, Maul, weißt du ja. Ich war nicht auf so einer Dorfschule. Junge, Hals. Ja, du warst ja... Oh, stimmt, du warst auf gar keiner Schule, oder? Hast du nicht nach der 6. abgebrochen? Ja, nach der 5. Digi. So siehst du raus, auf Digga. Lock. Auf Lock. Ist dein Vater ein Raucher? Geh jetzt sofort ins Wohnzimmer und schlag dir seine Zigaretten aus der Hand. Schalt du die Fresse, geh selber zu deinem Vater und hau ihm die Zigarette raus. Dann kommt er am nächsten Tag mit Peitsche, Digga.
Oh, Alter. Okay, Mann. Wie ja, mach ich. In Duisburg. Oh. Bro, was ist das für eine Lehrerin? Warum schreit die? Warte. Oh my god, you look so cute, my little chocolate bunny. Hey, yo. Hey, bro. Hast du das letzte Mal Milch oder Käse konsumiert? Weißt du, ob die Kuh noch gelebt hat, von der du die Muttermilch genommen hast? Alter. Natürlich, Elle. Hier ist auch ein Bild von der. Kommt sogar aus NRW. Macaroni. Die Kuh kommt aus NRW. With the chicken strips. Geil, Digga. Bro, Digga, die Steckdose guckt genauso. Excuse me, I ordered a chocolate cone. Okay. Können Sie ein Foto von mir machen? War das ehrenlos, Be Real? Man weiß ja nicht. Bro, das hatte ich sogar auch auf der Gamescom. Dann habe ich von Leuten Be Real gemacht am Ende. Junge, ich habe geguckt, wie der größte Otto, Alter. Aufhängen. Ja, also sei ein Tier heißt es. Und ich dachte, achte du ganz in den Aha. Geil. Okay. Schauen wir mal. Danke sehr. Das ist perfekt. Oder hast du es umgedreht? Nein, das ist perfekt. Okay, vielen Dank. Geil, Digga. Oh mein Gott. Hat er nicht gemacht. Das ist so ehrenlos. Das ist richtig ehrenlos. Boah, tschüss! Alter! Wenn man endlich mal kurz Ruhe haben will. Tschüss, Mann! Macher! Macher! Hat voll viel gebracht. Wieso passt das so gut? Ich weiß ganz genau, worauf Frauen stehen. Auf Romantik. Ich kann auch ein bisschen Französisch, weißt du? Le croissant. Ich meinte Leifeltürm. Also ihr mögt's, wenn wir euch jeden Tag schreiben. Nein? Geld. Frauen stehen auf Geld. Ihr mögt Geld? Ach, so einer bist du. Ich bin reich. Komm mal her, du Karba. Geil, Digga. Sie schreibt dir Übernachtung heute bei Anna Gero schlafen, aber Anna schläft gerade neben dir. Oh mein Gott. Ja, erstmal chillige Runde Boot fahren, Bro. Oha. Wie schnell fährt Zeig dich komplett ungeschminkt in 3, 2, 1. Ja, okay. Wer ist er? Was geht da ab jetzt? Warum steht der da? Ist der da? Was muss ich da lesen? Was lese ich da? Ich find's süß, danke dir. Ich grüße dich mit ganz herzlich. Wünsche auch dir eine schöne Restwoche. Und viel Spaß bei allem, was du tust. Alles Gärchenbärchen. Arrivederci. Alter. Hier. Alles Gärchenbärchen. Wie wär's, wenn ich von dem Typen für dich auch mal so ein Grußvideo mache? Ja, das ist ja ganz ich schön. Ich glaube, ich werde ihn mal fragen. Ich fände das cool, Digga. Ich meine, sympathisch ist der. Alles Gärchenbärchen. So, hier ein Tipp, wenn man den Feueralarm auslöst. Hier ein Tipp, wenn man den Feueralarm auslöst. Also legst du einfach ein Feuer voll Stau. Da musst du auch nicht extra dafür zahlen, wenn die Feuerwehr kommt. Sternzeichen Frankfurt aktiviert. Okay. Na, komm mal. Na, komm mal, ich würde dich daten, weil du bist schon Gigo, ich schwöre. Ich sag dir ehrlich so, die ist süß und alles, aber die raucht, finde ich unsympathisch. Wow. Na, guck mal, anstatt dich irgendwie drüber lustig zu machen oder, keine Ahnung, irgendwelche Vorwürfe zu machen, du sollst vielleicht mal fragen, warum ich rauche. Oh, und nicht irgendwie, keine Ahnung, guck mal, ich komme aus Frankfurt, weil nenn mir eine Person, die nicht raucht. Ah, ja, ja, wenn man aus Frankfurt kommt, muss man rauchen, Bro. Ist ja logisch, Digga. Also, ganz normal. Armin, kannst du mit mir? Gorizka, können wir ein Foto machen? Ja, Der denkt sich, ja, Bruder, mach doch einfach. Ich wollte doch nur normal ins Gym gehen.
Ding nicht wackelt. Die arme Lehrerin wird... Okay, komm, letzter Clip, letzter Clip. Schüler. Sie Noten sagen oder nicht? Wollen Sie? Wollen Sie? Bro! Boah, ich hasse dieses Geräusch aber auch. Kennst du das? Kannst du das mit der Lehrerin machen, Alter? Digga. Sagen Sie uns die Noten. Endlich. Geil, okay, komm, hier. Allerletzter. Nicht erreichbar. Kannst du mal bitte dein Maul halten? Wen interessiert das, wo du erreichbar bist oder wann du erreichbar bist? Oh mein Gott. Denkst du, du bist wichtig? Nein, du bist nicht wichtig. Digga, der Typ ist ein Macher. Denkst du, Leute schreiben dir jetzt ernsthaft so, oh mein Gott, zum Glück hast du das geschrieben. Ich hab dich nämlich tausendmal angerufen. Nein, interessiert das? Halt mal bitte deinen Mund. Bro. Sei mal einfach leise, wer bist du? Ich liebe den Typ. Ich liebe den Typ. Mann Väter, wenn sie in den Urlaub fliegen. Okay, allerletzter. Guck mal, unser Flieger geht 10.13 Uhr von Frankfurt. Wir fahren wie lang? Ja, pass auf, über die A3, dann A5, sind glaube ich 45 Minuten. Ne? Sollen wir vielleicht die A6 durchfahren? Ja, ne? Ist sicherer, weil das sind nicht so viele Baustellen. 2 Stunden vorher da sein. Aber das raff ich auch wirklich nicht, ne? Auch so die Leute, die immer sich überlegen, wo sie dann langfahren. Digga, gib doch einfach dein Ziel im Navi ein und fahr einfach los, Bruder. Das gar keinen Sinn. 3 Stunden ist schon fast zu wenig. Lass uns hier einfach um 4 Uhr los, dass wir den Flug um 10 auch kriegen. Ja. Nee, ich hab mir auch keinen Bock mehr jetzt da abzuhetzen. Aber 3:30 Mann. Ja, 3:30, ne? Check-in, Kofferabgabe, Security. Und dann noch hier, falls du dich da verläufst, find mal dein Gate. Warst du mal in Frankfurt? Das ist ein eigenes Dorf. Nee, ist so. Anderes Problem. Koffer. Das ist so original, ne? Haben die das angegeben? Müssen wir messen. Ja! Real Talk. 72, 50... Oh, was haben wir im Freigepäck, weißt du das? Ich meine, Jürgen ist letztens mit Lufthansa geflogen. Den kann ich mal kurz fragen. Immer diese, der Bruder Vorbereitung, sein Vater, schnapp mal einfach. Da ist ein Zombie neben mir. Ey, ich baue mich schnell eine Base, Bro, was ist denn hier passiert? Ey, ich glaub, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und